Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Und Commander Taylor hat uns erzählt, wir haben eine Nachricht. Der armen Kolonisten auf Eden Prime. Erst der Geth-Angriff und jetzt Cerberus. Nebenbei bemerkt, unser neues Crewmitglied braucht ja selbst keinen Translator. Aber er hat uns ein Sprachkursprogramm für Proteanisch gegeben. Aha. Es war offensichtlich für Diener-Spezies gedacht, die ins Reich eingegliedert wurden. Eine charmante Kultur. Ja. So, ich habe eine Nachricht. Ich habe 5 Nachrichten. 4. An Artikel über Neuer über Eden Prime. Allianzvertreter haben bestätigt, dass die einheimische Widerstandsbewegung auf Eden Prime die Cerberus-Truppen erfolgreich vertrieben hat. Cerberus hatte Eden Prime aus noch unbekannten Gründen angegriffen und damit begonnen, die Kolonie zum Besatzungsplaneten zu machen. Aber nach unermüdlichen Angriffen durch die vereinte Bevölkerung musste Cerberus wieder abziehen. Die Allianz schickt nun Evakuierungstransporter, um die Kolonisten abzuholen, bevor die Reaper die Kolonie erreichen. Wir verdanken diesen Sieg der Allianz, sagte Widerstandsführer Edward Crabb in einer vorbereiteten Erklärung. Die Menschen auf Eden Prime waren immer kampfbereit, aber es bedurfte der Information durch die Allianz, damit wir diese Service-Misskerle auch tatsächlich von unserem Planeten vertreiben konnten. Viele Widerstandskämpfer wollen sich nun beim Militär verpflichten, um die Allianz zu unterstützen. Ein Besuch der Citadel von Jarvik. Commander, ich finde dieses Nachrichtensystem veraltet und unpraktisch. Ich hatte es für einen Witz gehalten, als Spezialistin Trainer sagte, ich müsse Buchstaben tippen und Wörter zu bilden. Ich möchte die Citadel bei unserer nächsten Abspecher dorthin besuchen. Zu meiner Zeit war sie von den Reapern besetzt. Falls Sie mich mehr anschleichen möchten, finden Sie mich in den Bereichen in den Botschaften. Ich halte das Konzept, die Kontrolle über die Galaxie zwischen Spezies aufzuteilen, für eine Lüge. Ah, das ist der Typ, ist nice. Das ist alles negativ, alles ist primitiv, alles ist alt, alles ist schlecht. Das ist so ein richtiger Typ, so, früher war alles besser. So, Citadel-Treffen von Jacob Taylor. Hey Shepard, dieses Tiegel-Projekt ist der Wahnsinn. Ich hab das doch schon mal gelesen. Tiegel-Update von Bryn Cole. Sehr geehrter Commander Shepard, nochmals danke dafür, dass Sie unsere Gruppe aus der Anlage auf Galax rausgeholt haben. Admiral Hackett ist ein großartiger Mann und es ist ein Privileg für ihn zu arbeiten. Der Bau des Tiegels bringt zahlreiche Herausforderungen mit sich, aber mein Team und ich sind entschlossen, seine Geheimnisse zu lüften. Ich verlasse mich zwar nie auf das Glück, aber in diesem Fall wäre eine gehörige Portion davon gar nicht schlecht. Alles Gute, Commander. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. So, und jetzt gibt's die nächste Hauptmission, meine Damen und Herren. Aber erstmal scanne ich hier, ob es hier Sachen gibt. Ich habe etwas gefunden. Aha. Man kann ja nie wissen, ne? So, 201 Treibstoff. Aha. So, was habe ich hier auf Zion? So, aha. Proteanische Datendateien. Datendateien heißen so nicht Mods bei Skyrim? Ja. Genau, hier Außenzone. Das ist echt das Ende der Galaxis. Ich will ja nichts sagen, aber das Restaurant liegt am anderen Ende der Galaxis. Na, aus welchem Film? Dolan. Was ist das denn? Ein roter Riese. Wahrscheinlich. Heström. Heström war früher eine quarianische Kolonie, die Phänomene auf Dolan, dem Stern des Systems, beobachten sollten. Dolan schien instabil zu sein und eine vorzeitige Veränderung in einem roten Giganten wurde befürchtet. Heström wurde 1896 von den Geth übernommen. Kurz darauf brach jede Kommunikation mit dem Planeten und seinen angegliederten Raumstationen ab. Die einzige Reaktion der Geth auf die mögliche Bedrohung durch Dolan in den letzten 300 Jahren war die Errichtung mehrerer Raumstationen in unmittelbarer Nähe. Die Magneteneruption und die Sonnenstrahlung von Dolan lassen dort praktisch keine Kommunikation zu und es ist unklar, wie die Geth dieses Problem gelöst haben. Scans von Spionagesonden deuten darauf hin, dass inzwischen im Orbit von Heström in großem Maßstab gebaut wird und dass sich tausende von Geth-Plattformen plus eine unbekannte Anzahl von Geth-Software-Bewusstseinen dort aufhalten. Wie viele Geth sich auf der Oberfläche befinden, ist unbekannt. Die Spionagesonden haben auf Dolan mit starken Interferenzen zu kämpfen, wodurch Scans auf der Entfernung erschwert werden. Ressourcenberechnungen auf Basis der Abbau-, Refinierungs- und Verarbeitungsaktivitäten der Geth legen nahe, dass der Planet noch etwa 20 Jahre genutzt werden kann, bevor seine Ressourcen erschöpft sind.
Geheimdienstexperten spekulieren, dass die GEF deshalb nicht alles abbauen, weil sie größere Mengen für Reparaturen in der Reserve behalten wollen. Hinweis für Reisende. Hellstrom ist eine Hochburg der GEF. Nur militärische Spionagedrohnen mit modernster Terrortechnologie sind bislang unbeschädigt aus dem Gebiet der GEF zurückgekehrt. Jeder zivile Raumverkehr ist untersagt. Ne, würde ich auch nicht machen. Sharum war früher eine Raumschiff-Betankungsstation der Quarianer, wurde aber unter der Kontrolle der GEF ausgebaut. Tausende von orbitalen Plattformen umkreisen den Planeten und seine zahlreichen Monde und Raffinerie. Das ist schon wieder so ein Satz, der falsch ist. Ich lese dir mal so vor, wie es da steht. Tausende von orbitalen Plattformen umkreisen den Planeten und seine zahlreichen Monde und raffinieren Helium zu Helium 3. Und raffinieren. Ne? Raffinerien sollte da stehen. Also eine große GEF-Flotte patrouilliert zwischen Charum und Hellstrom und verhindert, dass selbst die besten Spionagedrohnen mehr darüber in Erfahrung bringen. Die GEF-Flotte wird derzeit auf 5.000 bis 10.000 Schiffe geschätzt. Über ihre Bewaffnung ist nichts bekannt. Hinweis für Reisende. Geheimdienstinformationen zufolge ist schon die Annäherung an Charum der reinste Selbstmord. Jeder zivile Raumverkehr ist daher untersagt. So, haben wir hier noch Asteroiden, die von Interesse sind? Nein. So. Gotha. Ist das nicht eine Stadt? Gotha ist ein Dampfkochtopf-Zwergplanet mit einer enormen Oberflächentemperatur. Große Anteile an Kohlendioxid und Ethan machen die Atmosphäre dunstig. Unter dem Minenkonzern wird spekuliert, ob die Quarianer vor ihrer Flucht vor etwa 300 Jahren schon alle wertvollen Metalle abgebaut hatten. Es gibt Gerüchte, dass jeder, der sich in das System von dem GEF-kontrollierten System wagt, auf Gotha große Mengen natürlicher Diamanten finden würde. Aber das ist natürlich nur eine Raumfahrerlegende. Hinweis für Reisende. Gotha liegt im Gebiet der GEF, jeder zivile Raumverkehr ist da untersagt. So. Wir scannen mal noch. Auch wenn ich nicht glaube, dass hier was ist. Aber man weiß ja nie. So, hier ist GEF-Gebiet. Eigentlich müssten wir schon lange angegriffen worden sein. Hier ist halt gar nichts. Das ist schon mal gut. So, quarianisches Abgesandtenschiff. Diese Diplomatiefregatte ist mit keinem anderen quarianischen Schiff vergleichbar. Ihre Hülle hat eine vergleichsweise niedrige Temperatur und sie scheint Wärme ähnlich abzuleiten wie die Normandy. Wenn sie aus dem Tarnmodus kommt, wie die Quarianer dieses topmoderne Schiff entwickeln konnten, ist unbekannt. Aber seine Funkfrequenzen sind offen und es sendet Willkommensnachrichten an die Normandy. Und ich muss ja die Quarianer immer wieder feiern. Ne? Also ich finde, das ist so eine mit der besten Völker neben den Salarianen. Weißt du, die haben einfach nur eine Flotte. Die haben keinen Planeten. Hallo? Wie kannst du dich besser verteidigen? So, und ich glaube, die sind alle intelligent. Also docken wir mal an. Commander Shepard, schön, Sie wiederzusehen. Ich wünschte nur, die Umstände wären angenehmer. Ich hatte auf Ihre Unterstützung gegen die Reaper gehofft. Was geht hier vor? Vor 17 Tagen haben die Quarianer mit Angriffen auf 4 GEF-Systeme den Krieg zur Rückeroberung begonnen. Eine klare Verletzung unseres Abkommens mit dem Rat zur Vermeidung einer Provokation der GEF. Eine Vertragsverletzung ist nichts verglichen mit der Inbesitznahme unserer Heimatwelt und Top-KI-Technologie. Erzählen Sie mir von Ihrer Geschichte. Ihre Heimatwelt? Sie meinen Runoch? Genau, Commander. Vor 300 Jahren haben wir unsere Welt an unsere eigenen KI-Schöpfungen, die GEF, verloren. Nachdem wir versucht hatten, sie zu töten. Wir wollten sie nicht töten, Corys. Wir wollten sie deaktivieren. Es war kein Mord. Ich glaube, die Quarianer hatten Unrecht. Doch, es war Mord. Commander, die Quarianer hatten niemals vor, eine echte KI zu erschaffen. Es war ein Missgeschick. Dass sie dadurch korrigieren wollten, dass sie sie umbringen. Ach, würden wir zugeben, dass wir im Irrtum waren, wäre dieser verrückte Invasionsplan nicht länger gerechtfertigt. Ja, jetzt mitten in der Reaper-Invasion das machen, ist, glaube ich, ein Fehler. Sie greifen die GEF an? Schon wieder? Und diesmal bedeutet es vielleicht das Ende für unser Volk. Wir hatten die GEF schon zurück im Heimatsystem, als plötzlich dieses Signal an alle GEF-Schiffe ging. Die Reaper. Unter der Kontrolle der Reaper sind die GEFs deutlich effektiver. Unsere Flotte ist im Heimatsystem festgenagelt. Wenn wir siegen wollen... Siegen? Sie wollten die zivilen Schiffe, Admiral Garrel. Wir müssen uns zurückziehen, sonst verlieren wir die Lebensschiffe. Woher kommt das Signal?
Von hier, einem Schlachtschiff der Geth. Es ist allem überlegen, was wir haben, und hat eine starke Verteidigung. Das Tarnsystem der Normandy kann uns unentdeckt hinbringen. Ich gehe an Bord und deaktiviere ihr Befehlssignal. Ja, das Abschalten des Signals müsste die Geth komplett ins Chaos stürzen. Shepard, du willst auf ein Mega-Schlachtschiff der Reaper gehen? Ach, du bist doch einer. Und wenn die verwirrt sind, fliegen sie zu einem Massenportal und ziehen ab. Das ist unfassbar. Gut, unsere zivilen Schiffe haben schon zu viele Kämpfe miterlebt. Sind Sie sicher, dass Sie das Signal deaktivieren können? Wir bringen Sie hier sicher raus, Admiral. Unser neuester Admiral hat uns freiwillig sein technisches Fachwissen angeboten. Tali Zora was Normandy meldet sich zum Dienst. Gut, dass Sie kommen konnten, Tali. Admirals, ich stelle ein Team für die Schlachtschiffaktion zusammen. Danke, Commander. Tali Zora was Normandy. Admiral. Das ist nur eine Formalität. Ich bin eine Geth-Expertin. Das sind Sie. Es freut mich, dass Sie hier sind. Ich will helfen. Hätte ich das gewusst, wäre ich früher gekommen. Sie hatten eigene Probleme. Tut mir leid wegen der Erde. Wir haben die größte Flotte der Galaxie. Wenn Sie uns helfen, greifen wir die Reaper mit allem an, was wir haben. Oder was davon nach diesem dämlichen Krieg noch übrig ist. Sie unterstützen die Invasion nicht? Nein, nach dem Gespräch mit Legion glaubte ich, dass es vielleicht doch eine Chance auf Frieden gibt. Wieso helfen Sie ihnen? Ich bin ein Admiral. Die Leute wollen Führung von mir. Öffentliche Uneinigkeit würde die Flotte spalten. Ich hol Ihre Leute sicher hier raus, Tali. Danke, Shepard. Und nur damit Sie es wissen, vor den Admirals muss alles strikt professionell bleiben. Für alles andere sollten wir uns privat treffen. Natürlich. Ich bin bereit für das Schlachtschiff, sobald Sie es sind. Ja. Ach, das war die ganze Mission. Ach, komm. Einen Moment, bitte. Perseus Nebel. Okay. Mach ich aber. Ne, warte, ich mach noch keinen Katze. Es war auf jeden Fall eigentlich so ziemlich die kürzeste Hauptmission, die es gerade gab, jemals. Wir fliegen in den Perseus-Nebel, würde ich sagen. Bitte lass nicht direkt die Hauptstory starten. So, ich kann nämlich jetzt auch schön hier, Was sind denn das für andere Punkte? Warum haben die keinen Namen? Geth-Trümmerfeld. Geth-Trümmerfeld. Was? Oh, nee. Die Migrantenflotte. So. Hazar. Hazar, ein Eisgigant, der hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium besteht, ist aufgrund einer geringen Konzentration von Methan, Eiswasser und Ammoniak strahlend aquamarinblau. Seine relativ große, geringe Größe ist für Menschenastronomen ein Rätsel, zu erwarten gewesen wäre, dass sich bei der Entstehung des Sonnensystems ein größerer Wasserstoff-Helium-Giganten gebildet hatten. Die Koreaner haben die Geth von den Helium-3-Betankungsanlagen des Planeten vertrieben, aber die Geth müssen ihnen vorher einen harten Kampf ausgeliefert haben. Überall finden sich Wrackteile von koreanischen Jägern und mehr als eine Betankungsanlage scheint im Rahmen einer Strategie der verbrannten Erde durch kinetische Anschläge zerstört worden zu sein. Okay. Adars. Adars ist minimal wärmer als Ranoch, obwohl er weiter von der Sonne entfernt ist. Vulkanische Aktivitäten schleudern Methan in die Atmosphäre und der entstandene Dunstschleier sorgt für einen Treibhauseffekt. Früher benutzten die Quarianer die Geth dazu, auf dem Planeten Bergbau zu betreiben. Bei einem Aufstand der Geth wurde die kleine quarianische Population auf und um Adars herum aber rasch überrannt. Es steht außer Frage, dass die quarianische Armada weder vergessen noch vergeben hat. Überreste von Geth-Raumstationen, nur noch Bruchstücke und Metallsplitter sind im gesamten Orbit von Adars zerstreut. Die Sensoren der Normen, die empfangen ein seltsames Krächzen, wahrscheinlich eine Art Notsignal von Überlebenden der Geth, die durch den Weltraum treiben, in der ewigen Kälte. Kadi.
Hardy hat für einen Planeten dieser Größe eine geringe Gravitation, was für frühere quarianische Entdecker ein wahrer Segen war. Denn selbst vor der Entdeckung der Massen-Effekt-Technologie war der Abbau der Ressourcen von Hardy problemlos möglich. Als die Quarianer dann später ersten Kontakt mit Citadel-Spezies hatten und Zugang zu Isiru bekamen, stiegen die Gewinne und die Orbitalstationen wurden ein Bienenstock der Geschäftigkeit. Heute sind die Lagrange-Punkte von Hardy voll mit Raumschrott, darunter Teile einer Geth-Orbitalstation, die mindestens 500 Millionen Tonne gewogen hat. Eine derartige Station muss über eine enorme kinetische Barriere verfügt haben, aber selbst das war gegen den Angriff der Quarianer wohl nicht ausreichend. Ja, die Quarianer sind halt... Ja, richtig. Tier! Sind die Tier! Ranor! Ach ja, der Hauptplanet der Quarianer. Obwohl seine orangefarbene Farbe nur etwa 90% der Masse von Sol und die Hälfte ihrer Lichtstärke hat, ist Ranor nach Erdmäßen ein trockener Planet, weil er näher an seinem Stern entstanden ist und etwas weniger Meeresflächen hat. Das photosynthetische Leben konzentriert sich auf Flüssen und Ozeane, während dazwischen große Wüsten liegen. Die Bedeutung von Pflanzenleben und Schatten in der alten quarianischen Kultur wird in der Übersetzung des Wortes Ranor deutlich, ummauerter Garten. Für die Sensoren eines Raumschiffs sind das offensichtlichste Merkmal der quarianischen Heimatwelt die zahlreichen Wärmequellen im Orbit. Tausende von Raumstationen der Geth beobachten die Planeten. Irgendwo in diesem Schwarm von künstlichen Konstruktionen lauert die Geth-Armada und wartet auf ihre Gelegenheit zum Gegenangriff. Population unbekannt. So. Und irgendwann kommt der Tag, wo die Quarianer ihren Planeten wieder besiedeln können, sage ich. Uria. Im Asteroidengürtel von Tikun liegt Uria, ein Felsbrocken, der groß genug ist, um als binärer Zwergplanet durchzugehen. Sein Gegenstück, der Asteroid Ethiel, hat sich vermutlich nach einem Aufschlag von der Hauptmasse abgespalten. Auf beiden fand zu Beginn des quarianischen Raumzeitalters Bergbau im großen Stil statt. Seltsamerweise haben die Geth die alten Raumstationen der Quarianer beibehalten, obwohl die abgebauten Asteroiden keinen offensichtlichen Nutzen mehr haben. Die aktuelle Theorie besagt, dass sie eine Basis zur Erkundung weiterer Asteroiden des Gürtels bilden. Okay, hier ist sonst nichts. Ein Geth-Trümmerfeld. In der Nähe des Sterns registrieren die Scanner der Normandy eine fast unzählbare Menge von Statiten. Satelliten, die mit Solarsegeln ihre Position selbst korrigieren. Die Geth haben die ultraleichten Konstruktionen rund um die Sonne platziert, um Energie zu sammeln. Die Verteilung entspricht einer sogenannten Dyson-Blase. Dazwischen befinden sich Raumstationen und Server, die ihre Energie über drahtlosen Transfer von den Statiten beziehen. Die meisten dieser Raumstationen sind jedoch nur Wracks und zahlreiche Solarsegel wurden ebenfalls zerstört. Anscheinend haben die Quarianer mit der Vernichtung begonnen, wurden dann aber unterbrochen und konnten den Angriff nicht beenden. Eine Dyson-Sphäre finde ich immer sehr interessant. Die soll... Ich glaube, theoretisch ist sie möglich, praktisch kann man das Ding nicht bauen. Aber ich finde es trotzdem interessant. Eine Sphäre, die einen Stern quasi umrunden soll. Als Kraftwerk, so in der Art. Also, ist sehr interessant. Gibt es Wikipedia-Artikel drüber? Und alles Mögliche. So. Die Migrantenflotte. Die Migrantenflotte besteht aus 50.000 Schiffen mit über 17 Millionen Quarianern. Es ist damit die größte Ansammlung von Raumschiffen in der bekannten Galaxie. Es zeugt von strategischem Geschick der Quarianer, dass diese Zahl in den Schlachten der letzten Zeit nicht nennenswert gesunken ist. Die Flotte befindet sich jetzt auf der anderen Seite der Sonne von Ranor, um ihr Vorgehen vor den Geth zu verbergen. Ja, die Migrantenflotte ist halt schon... hat schon was. Geth-Schlachtschiff. Scans des Geth-Schlachtschiffs im Orbit von Ranor zeigen eine einschüchternd vielseitige Bestückung. Von einem verbesserten Hauptgeschütz über Anti-Raumschiff-Laser im Ultraviolettbereich bis hin zu verstärkter Triebwerksleistung. Geth-Arbeiter wollen keine Pause, Löhne oder Autonomie und die einzige Einschränkung beim Bau ihres Flaggschiffs waren Zeit und Rohmaterial. Der Schaden, den die quarianische Flotte angerichtet hat, ist bestenfalls oberflächlich. Und da docken wir in der nächsten Folge an. Bis dahin und tschüss!